Der Große Preis von Baden war in diesem Jahr ein Spektakel. Pessimona versäumte den Start. Dann ließ Milbosk sich im Bogen nicht mehr dirigieren. So war die erste große Leistung von René Pichelek auf Torquato Tasso Ruhe zu bewahren. An die Außenrails beordert wurde der Galopper des Jahres dann vom Derby-Sieger Sisfahan und dem Godolphin-Gast Passion and Glory angegangen. Doch Pichelek wehrte alle Angriffe ab und siegte mit Torquato Tasso in einem packenden Finish. Torquato Tasso, der muss früh da sein, weil René Pichelek natürlich das Auge geworfen hat auf Eugene Murphy. Und jetzt geht's in die Zielgerade hinein. Vorne ist Passion and Glory, außen ist Torquato Tasso, aber sofort da. Dann Kasper und innen versucht jetzt der Derby-Sieger nachzusetzen. Sisfahan ganz an der Innenseite. Torquato Tasso mit Passion and Glory und mit innen Sisfahan. Das ist das Finish des Jahres, meine Damen und Herren. Torquato Tasso mit Sisfahan innen und dann Passion and Glory. Torquato Tasso. Torquato Tasso gewinnt mit René Pichelek. Mit guter Ausgangslage war My Lady unter Mikael Kadedu in die Zielgerade gelangt. Innen an den Rails war die Karlshoferin dann auch fast schon vorbeigezogen, doch es wurde einfach zu eng. Beherzt nahm Kadedu das Tempo raus, buxierte seine Partnerin um und griff mit einem zweiten Anlauf noch einmal auf der Außenbahn an. Vorne aber immer noch die Icon ist. 400 Meter noch bis zum Ziel. Ariolo außen wird immer stärker. Dann versucht sich Lavello, der dringt aber im Moment nicht durch. In My Lady kommt an den Rails. Da ist wenig Platz für My Lady. Und so ist außen jetzt Ariolo vorn. Ariolo, dann versucht es jetzt von weiter hinten, kommt Millionär. Aber Ariolo führt. Außen Seabay jetzt stark. Dann nach Spurwechsel My Lady wieder da. Ariolo vorn. My Lady kommt nochmal. Ariolo und My Lady. Oh, das wird ganz eng. Lange Zeit blieb Adrie de Vries auf Nadamas nichts anderes übrig, als im Hintertreffen zu warten. Und bis in die Zielgerade hinein sah der Niederländer eine Wand von Pferden vor sich. Erst hinter der 400-Meter-Marke tat sich eine Lücke auf. De Vries wechselte im richtigen Moment die Spur und führte Nadamas mit starker kämpferischer Leistung zu einem knappen Sieg. Morisono innen, Saludoscon, Panjari ist dabei. Dahinter in der Mitte, da kommt jetzt Pamelita, innen Worik, die hellen Farben. Weiter außen, Petit Paris bietet sich an. Nadamas zwischen den Pferden wird stärker. Orisono mit Saludos, Panjari kommt. Innen Orisono mit Saludos, Panjari. Diese drei sind auf Linie. Worik dahinter nach der Pause ist Vierter. Außen kommt Nadamas, aber immer noch Orisono. Orisono, Orisono mit Saludos. Der greift noch einmal an. Saludos ist da, der Champion kommt. Der Borja Musabayev gegen Orisono, die letzten Meter und der gewinnt denn hier und außen Nadamas, Nadamas im Kampf mit Saludos.